Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal will ich die Zeit nicht noch wieder länger verstreichen lassen. Tja, ich habe den Drucker immer noch nicht. Wenn dieses Video hier online kommt, werden wir bestimmt oben an der Küste sein. Ja, und wenn wir dann den übernächsten Sonntag, den 23.04., also wieder runterkommen, dann werde ich dann auch den Drucker mit im Gepäck haben, weil ich habe mich jetzt bei ihm da gemeldet und ich werde ihn persönlich abholen, weil sonst warte ich wahrscheinlich noch ein halbes, dreiviertel Jahr drauf. Und das muss ja nun nicht sein, denn ich möchte ja nun endlich euch mal den Drucker vorstellen, richtig. Und wie gesagt, ich habe da auch so einiges mit vor, mit dem Drucker. Deswegen, und die Zeit, die drängt nun ein wenig. Aber jetzt wollen wir erstmal hier wieder die Eier machen. Ich habe wieder von den Twistheads, den Superhelden, habe ich wieder 7 Eier mitgebracht. Mal gucken, ob wieder in allen 7 Eiern ein Twistset ist oder ob tatsächlich, wie in der Werbung eigentlich immer gesagt wird, nur ein Twistset hier drin ist, und zwar im 7. Ei. Also machen wir das erste Mal auf. Das hört sich schon mal vielversprechend an, weil es klappert nicht. Und wir schauen mal nach. Jawohl, die Chancen stehen gut. Es ist ein dunkel-oranges Plastikei. So, dann machen wir mal das zweite auf. Es klappert ein wenig. Ja, ist vom Gewicht auch ein bisschen, aber nein, es ist auch wieder orange. Ja, mal schauen, wie die Glückssträhne anhält. Wir schauen mal. Jo, prima. Also bis jetzt. Toi, toi, toi. Schnell auf Holz gekloppt. Bis jetzt scheint die Glückssträhne anzuhalten. Ich hoffe es doch sehr. Und vielleicht habe ich diesmal dann auch so viel Glück. Und prima. Und habe wirklich die Serie dann voll. Das wäre natürlich der Oberhammer. Prima. Also bis jetzt sieht die Sache sehr, sehr gut aus. Und das vorletzte Ei. Na komm schon. Komm her. Ach Mann. So. Ein bisschen schwierig. Jo. Auch wieder dunkelorange. So. Und jetzt gucken wir mal. Das müsste eigentlich auch noch ein Twisted sein. Wenn ich mich jetzt nicht... Genau. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, wir scheinen wieder 7 Stück erwischt zu haben. Also da habe ich wahrscheinlich in der Sache habe ich ein Glückshändchen. Und wir machen jetzt mal den ersten auf. Und es ist auch wieder ein, den ich schon zwar habe, aber ist ja nicht weiter schlimm. Weil, wie gesagt, ich brauche ja nur noch, Moment, welcher war es? Einmal der Superman hier, dann hier der Robin von Batman, und dann hier diesen schwarzen, weiß aber nicht, wen der darstellen soll. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben.
Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt hier den blauen. Den hatte ich jetzt aber auch schon, aber naja, wie gesagt, ist nicht so tragisch. So, und jawohl, prima. Prima, wir haben den, ja, Robin. So sieht er aus. Fantastisch. Das freut mich jetzt natürlich. Ja, da ist er. Somit brauchen wir nur noch zwei Twist Heads. Und dann habe ich die Serie voll. Und das ist... Welcher ist das? Ich sollte meinen, den habe ich auch schon. Ja, den habe ich auch schon. Das ist dieser hier. Und so sieht er aus. Ups. Ja, der rote. Ha. Der rote, da hatte ich eigentlich gedacht, dass das der Iron Man ist. Aber mir wurde gesagt, das ist er doch nicht. Ja. Dieser rote Blitz. Wer soll das sein? Schreibt es in den Kommentaren. Ja, weil das ist hier auf den Zetteln. Ja. Ist das nicht so gut gelöst, weil es wird weder hinten gesagt, wer das ist, noch vorne steht das drauf. Und das finde ich ein bisschen schade. So, hier haben wir auch wieder, ja, die beiden werde ich wahrscheinlich, also die Serie werde ich vielleicht nicht voll kriegen. Gehe ich ganz stark mal von aus. Weil, ja, Kaufland, wo ich diese jetzt her habe, diese Figuren, da waren nicht mehr allzu viele von da. So, und... Oh, wir haben noch mal Robin. Ups. Wir haben noch mal den kleinen, feinen Robin. Zack. Ja, und wen haben wir jetzt hier? Hier haben wir noch einmal die Superheldin. So sieht sie aus. Tja. Wie gesagt, zwei Figuren fehlen mir noch. Ups. Aber oh.
So, also wie gesagt, zwei Figuren fehlen mir noch. Aber das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Vielleicht habe ich Glück und kriege sie über Facebook. Wenn nicht, muss ich mal bei eBay gucken. Denn ich nehme mal an, wir werden das nächste Mal Kaufland erst in 14 Tagen wiedersehen. Und bis dahin wird diese Serie wahrscheinlich da ausverkauft sein. Weil es waren, wo ich die ersten geholt habe, war noch eine große Palette von da. Und jetzt waren knapp noch ein Viertel von dieser Palette da. Und das war jetzt innerhalb von einer Woche. Und deswegen gehe ich mal von aus, dass, wenn ich jetzt am Dienstag fahren würde, hätte ich eventuell noch eine kleine Chance, das ein oder andere Ei noch zu erwischen. Aber wie gesagt, in 14 Tagen erst, da mache ich mir keine Sorgen drum. Da werde ich wohl keine finden. Gut, das soll es aber jetzt gewesen sein mit diesem Video. Wie gesagt, wenn ihr dieses Video hier seht, werde ich wahrscheinlich schon im Urlaub sein. Und vielleicht lade ich vorher noch ein anderes Video hoch, muss ich sehen, wie ich das schaffe. Da habe ich noch eins für Mädchen. Das werde ich dann eventuell vorher noch hochladen. Ja, und ansonsten sage ich, müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. Ich schätze mal so Ende April, 26., 27. April rum so. Ich möchte dann vorher noch nichts versprechen, aber vielleicht könnte da schon das erste Video von dem 3D-Drucker denn hochgeladen sein. Lasst euch einfach überraschen. Wartet ab. Wir werden sehen. Ich sage jetzt erstmal schönen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.